Aha. Aha. Hallo. Okay, kann ich nicht durchschießen. Okay, das geht nicht. Lustig, die müssen hier irgendwas haben, dass die hier nicht raus können. Aha. 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 Schnellreise freigeschaltet in Automap. Okay, hier gibt es ein bisschen Rüstung, ein bisschen Munition. Das ist nicht gut. Okay, hier ist irgendein Boss, glaube ich. Oh, ist es ein Höllenpriester? Ist es ein Boss oder keine Ahnung? Ja, wir finden es gleich raus. So, einmal vollheilen. So, was haben wir hier? Gladiator. Vega Dateneintrag. Oh Gott. In den Jahren nach dem Ende des goldenen Zeitalters wandten sich rivalisierende Fraktionen von Argentinur gegeneinander. Ein türkischer Einfluss befiel das Volk der Wächter und verdarb ihre einst hochgehaltenen heiligen Traditionen. Das Kolosseum, einst ein Ort des ehrenhaften Kampfes, wo Gefangene der Agente beweisen mussten, dass sie des Kampfes in der vordersten Linie der Armee würdig waren, wurden zu einem Schauplatz blutigen Sports. Das Gesetz der Wächter verletzend hielten die... Was? Das Gesetz der Wächter verletzend hielten Priester dort einen Dämon gefangen, einen gnadenlosen Scharfrichter, der Urteile nach ihrem Gutdünken zu vollziehen hatte. Der Gladiator trägt einen verfluchten Schild, in dem die gequälten Seelen seinen unsterblichen in dem die gequälte Seele seines unsterblichen Meisters gefangen ist. Er ist ungeschlagen im Kampf und berüchtigt für die vielen Leben, die er ausgelöscht hat. So. Hallo, ich dachte, bei Doom geht's darum, Dämonen niederzumetzeln. Hallo Koporo, schönen guten Abend. Ich hab nachgeladen. So. Ja, darum geht's auch. Haben wir noch irgendwas? Nee, ne? Okay, wir müssen offensichtlich jetzt gegen den Gladiator kämpfen. Ich trinke eben einen Schluck. Okay, da ist der König Norweg. Reißen. Und zerfetzen. Du wirst dich an vorderster Front sicherlich gut machen, Fremder. Die Dämonen sind überall. Muss alle töten! Versorgt seine Wunden und bringt ihn zu mir. Ich möchte mehr über diese anderen erfahren. Ja, euer Gnaden. Vergießt du heiliges Wächterblut auf diesem Boden, kannst du nicht zurückkehren. Ach ja. Okay. Wenn die Augen des Schilds grün aufblitzen, greift der Gladiator an. Triff ihn, wenn seine Augen grün sind, um ihn benommen zu machen und eine Bresche zu schlagen. Triff ihn, wenn seine Augen grün sind. Was, wenn die Augen des Schildes grün aufblitzen? Okay. Schild grün, er greift an. Was? Was? Komm her. Ah ja, okay, was? So, deutsche Synchro! Kill me! Ja, die Synchro von dem Doomslayer ist echt bescheuert. Also ich weiß nicht, wie die im Englischen ist, aber im Deutschen ist die mega bescheuert. So.
So, also das muss man echt fair. Also da gebe ich Koppel zur Abwechslung mal wirklich recht. Oh. Cheater! So. So. Boss, ich habe recht. Ja, hier hast du zur Abwechslung mal wirklich recht. Wo ist Haps? Der ist hier und gibt jetzt Abwechslung mal recht, also genieß es. Das wird nie wieder passieren in deinem Leben, dass ich dir recht gebe. So. Okay. Ich muss mal hier einen Gegner zersägen. Komm, ich muss dich zersägen für Munition. Wir werden sehen. Wird nicht mehr passieren. Glaub mir. Habe ich ihn getroffen? Nee. Ich glaube nicht. Nee, BFG benutze ich nicht. Komm her. So. Hua! Ha! Hu! Ha! Wieso komme ich hier gerade vor wie bei Conan, der Barbarian? Das ist Doom. Der Doom-Guy, der greift an. Oh, fuck, daneben geschossen. Oh, daneben geschossen. Komm her, ich muss dich zersägen für Munition. Hier! Hu! Ha! Komm her! Boah, das war episch. Was? Oh! Oh nein, sag mir nicht! Oh ja, Runde 2. Ja, geil. Ach komm, das ist fies. Kann das Spiel speichern, bitte? Gladiator! Ohne sein Schild ist der Gladiator aggressiver und verfügt über eine größere Vielfalt von Angriffen. Na Glückwunsch. Wenn der Gladiator einen seiner Morgensteine dreht, dann reflektiert er Angriffe zum Spieler. Wenn die Augen des Gladiators grün leuchten, dann steht er kurz vor seinem Angriff. Ich hoffe, das Spiel hat gespeichert. Ja, okay. Versuch es nur. Wieso krieg ich gerade Genji... Wieso krieg ich gerade Genji-Vibes? Ah ja. Ich krieg bei so Nazarin immer Fable-Vibes. Das stimmt. Ah ja, komm her. Brauch Munition. Ah ja. Wenig Munition! Was? Oh. Was zum Teufel? Was ist das denn jetzt gewesen? Achso, ich musste... Oh Gott, was? Ich kann mich nicht ducken. Oh Gott, das muss noch schnell sein. Shh.
Stirb, stirb, stirb! Oh oh, crap. Oh, ich habe mein Leben verloren. Verdammte Axt. Ah! Ist das ätzend? Die, die, die! Oh oh. Was? Oh nein, wollte ich nicht. Fuck. Nein! Ich hab mit dem BFG verschossen, das wollte ich nicht. Das war die falsche Knarre. Was? Aua. Ich hab keine Munition mehr. Ach, verdammte Axt. Sehr gut. Jetzt die Waffe einmal mitnehmen. Das ändert gar nichts. Die Erde, sie wird verzehrt, egal was mit mir passiert. Okay. Na. Ich habe leider einen BFG-Schuss verballert. Portal bereit. Sie sollten hier verschwinden. Das ist einfach nur ekelhaft. Ja. Blutschlag verbessert. Glory Kills an schweren Dämonen landen nun sofort einen Blutschlag auf. Okay, Höllenpriester eliminiert. Geil. Ich habe keine Maus hier gerade. Das ist toll. Wo ist meine Maus? Hallo? So, ich habe leider einen BFG-Schuss verballert und das ärgert mich extrem gerade. Weil er automatisch auf die BFG geswitcht ist. Das war doof. So, 10.000 Punkte halten. Ja, geilomat. So, Enter zum Fortsetzen. So. Ja. Also gut, jetzt haben wir dann alle zum Fallen. Die haben uns ganz entspannt durchgelassen, weil wir der Held sind. Wir haben den Priester getötet und jetzt ist vorbei. Schön. Oh oh. Die Kameka hat unsere Systeme überladen. Vega hat keine Kontrolle über... Hättest du unsere Auslese zugelassen, wäre die Menschheit, für die du kämpfst, noch am Leben. Jetzt werde ich das Icon of Sin zurückholen. Es wird die Erde verschlingen und deine Heimatwelt verwüsten. Das Leben auf deinem Planeten wird auf ewig ausgelöscht. Und dies wird eine weitere Welt sein, der du den Untergang gebracht hast. Diese Bastion wird nun als dein Gefängnis dienen. Ohne Nacht kannst du unserer Mission nicht mehr schaden. Und wir können unser großartiges Werk vollenden. Oh, schön. Okay, kommt mal, Kinders. Also, das ist meine Hütte im Übrigen, möchte ich betonen. Ihr habt hier nichts verloren. Also verschwindet gefälligst aus meiner Burg. So, und gebt mir Vega zurück. Ich hab den Roboter... Nicht festhängen. Ich hab den Roboter gerade lieb gewonnen. Obwohl er schon im ersten Teil geil war. So. So. Vega, Kumpel, wo bist du? Ich brauch Hilfe. Oh. Sie wusste nicht, dass du den Schmelztiegel besitzt. Letztendlich wird die Energiequelle, die die Erde...
Erde in Gefahr brachte, dir dabei helfen, sie zu retten. Die Mission auf Sentinel Prime war ein Erfolg. Dämonische Verzehrung der Erde wurde aufgehalten. Gegen einen Titan hilft nur die Schmelztiegelklinge eines Slayers. Begib dich zur Wächterstadt Taras Nabat, um deinen Schmelztiegel rechtzeitig zu bergen. Nur damit kann der Titan gestoppt werden. Portal ausgerichtet auf Taras Nabat. Okay. Oh, Ark-Übertragung. Hier ist das Widerstandsnetzwerk. Wir senden live aus der arktischen Sicherheitszone. Der Slayer wurde auf Phobos gesichtet. Augenzeugen berichten, dass er in einem Kommandozentrum gesehen wurde, von wo aus er sich durch die sterblich Gehandicapten auf das Deck der BFG 10.000 kämpfte. Ja. Dies kann nicht bestätigt werden, aber viele glauben, dass der Slayer selbst den Mars zerstört hat bei dem Versuch, die Gehandicapten von einem weiteren Vorantreiben ihrer Position auf der Erde abzuhalten. Wir halten sie auf dem Laufenden. Dies ist eine Sendung des Ark. Sehr gut. So, na gut, ich klinge wieder aus. Mir ist das zu mehr. Viel Spaß noch, Helps. Danke, Koppel. Bis zum nächsten Mal. So, ich kann mit dem Hayden leider nicht reden. Das ist sehr schade. So. Gut. Natürlich funktioniert das ganze Ding jetzt hier auch mit dieser Energiequelle. Warum auch nicht? Also warum sollen Energiequellen auch nicht kompatibel zueinander sein? Wofür man irgendwelche Anpassungen oder sowas bräuchte. So, den Waffenpunkt hier haben wir. Da haben wir sowas. Ein Prätorenpunktanzug. Was haben wir hier? Aha, ein Prätorenpunkt. Frage. Wie viele Punkte haben wir? Ach ja, wir haben 4 Wächterbatterien. Wir haben ja Wächterbatterien hierfür. Ich erinnere mich. Was haben wir da? Haben wir auch. Was haben wir hier? War das irgendwas Gutes hier drin? Nee, ne? Das waren bloß die normalen Fertigkeiten. Aber da haben wir dann nicht mal. Haben wir nicht alle Runen? Runen. Frage in die Runde. Was ist das hier? Ich bin mal neugierig. Ich meine nämlich, wir haben alle Runen. Was soll denn da drin sein jetzt noch bitte? Ich meine, wir haben alle Runen gefunden. Ach, warte mal, nee, das sind hier keine Runen, glaube ich. Das ist, glaube ich, die, na, diese passiven Dinge, richtig? Ja, das sind die passiven Teile hier. So, die haben wir schon komplett. Was nehmen wir denn? Das gibt mir Rüstung. Ressourcenlieferungen werden aus noch größerer Entfernung aufgesammelt. Ich glaube, das ist gar nicht mal verkehrt. Solange du maximale Gesundheit behältst, laden alle Gesundheitspickups den Blutschlag weiter auf. Ich würde gern die Sachen weiter einsammeln. Mit mehr Rüstung. So, Rüstung verbessert. So, das waren die Verbesserungen. Jetzt halt. So, was haben wir unten noch? Nix mehr. Das heißt, das haben wir geholt. Also, meine Frage ist gerade ein bisschen. Wir könnten uns Prätorenanzugspunkte holen. Die Waffenpunkte haben wir nämlich alle schon geholt. So. So. Gut, wir brauchen einen Wächterschlüssel, brauchen wir noch. Dann kriegen wir das Teil hier noch. So, okay. Dann haben wir hierbei soweit eigentlich alles gemacht, glaube ich. Warte, ging es da oben noch irgendwo hin? Was war hier? Achso, hier waren wir schon. Da waren wir gerade. Okay. Weil die Anzüge, ganz ehrlich, ich dachte mehr, dass die Anzüge einen tatsächlichen Effekt haben.
Also, dass du, keine Ahnung, da irgendwelche passiven Fähigkeiten noch kriegst, aber wenn das nur rein kosmetisch ist, nee, das ist irgendwie nicht so. Ist mir relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Hol den Schmelztiegel zurück. Ach ja, jetzt ist es nicht mehr blau, weil wir sind jetzt praktisch, wir nutzen jetzt Höllenenergie und nicht mehr, Himmelsenergie, glaube ich. Würde ich jetzt behaupten. Taras Nabat. So, das Blutritual wurde durch den Tod ihrer Priester gestoppt. Die Kanmaikere versucht in ihrer verzweifelten Gier, die Erde zu verzehren, das Icon of Sin und ihre Befehlsgewalt wiederzubeleben. Nur die Schmelztiegelklinge des Slayers kann das Ikon aufhalten. Du musst in die Vergangenheit... Was? Du musst in deine Vergangenheit in die Stadt Taras Nabat reisen, um sie zu finden. Dort, wo deine Legende ihren Anfang nahm. Okay. Dein Schmelztiegel steckt immer noch im Titan, der diese Wächterstadt angriff. Das war dein erster Kampf gegen die Dämonen dieser Welt. Hier begann die Legende des Slayers. Okay. Frage. Wieso haben wir nicht einfach unsere Waffe mitgenommen? Ich frag nur. Ist vielleicht ein bisschen doof, aber ich frag einfach mal. Ja, schön. Ich frag mich nur, warum keiner diese Stadt je besucht hat oder hier irgendwas angesiedelt hat. Wie komme ich da denn rüber? Ah. Offensichtlich so. Taras Nabat. Die Stadt Taras Nabat war das Juwel von Argent Dinur. Jahrhundertelang bildete sie das spirituelle Herzstück der Argent-Gesellschaft und war Heimat der königlichen Familie und des politischen Machtzentrums gleichermaßen. Keine Kosten und Mühen wurden beim Bau der Stadt gescheut, die bald in jeder Straße mit Säulengängen und herrschaftlichen Denkmälern von Göttern und Königen glänzte. Die Argentaland-Bevölkerung pilgerte in Scharen zu den Maikir-Tempeln. Die Stadt war Schauplatz eines erbitterten dämonischen Invasionsversuchs und obwohl der Angriff abgewehrt werden konnte, veränderte er die Argenter-Gesellschaft doch für immer. Okay. Aber ich glaube, wir haben das Spiel fast durch, weil so viel ist es, glaube ich, nicht mehr viel. Wir haben hier noch ein paar Codex-Einträge, aber es ist, glaube ich, nicht mehr viel, was das Spiel... Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen... Hm. Ah, warte. Kinders, geh weg. So. Hier runter. So, da ist die Energiezelle. Wenn ich da jetzt runtergesprungen wäre, wäre ich runtergefallen. Hätte ich zwar das Dingens gesehen, aber wäre die falsche Richtung gewesen. So. Oh oh. Oh nein. So. Komm her, ich mach dich mit der guten alten Plasmakanone platt. Das funktioniert bestimmt. Bevor ich die vorher noch im Brand stecke, dann lässt wenigstens Munition fallen.
So. Und tschüss. Na, geht doch. So. Okay. Haben wir das. Dann hier einmal. Sesam, öffne dich und Sesam, öffne dich. Sehr gut. Oh. Oh nein. Nein, warum? Wieso? Wieso? Das Spiel hasst mich. Wieso hasst mich das Spiel? Oh, ich hasse es. Was zum... Ich treffe ihn nicht. Oh, Alter. Mist. Oh Gott sei Dank, stirb. Oh Gott sei Dank. Die erhabene Stadt Tarasnabat. Ort des ersten bekannten Dämonenangriffs in Argentenur. Glaubt man der Korax-Tafel, wäre diese Stadt ohne das Eingreifen des Slayers verloren gewesen. So. Ach, warte mal, wir sind gar nicht auf der Erde, wir sind in Argentenur wieder, oder? Wir sind auf... Ich glaube, wir sind auf der Stadt, von wo wir gerade geflohen sind. Also auf dem Planeten, besser gesagt. So, Album Doom 2016, BFG Division. Okay, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Ah ja, so nicht. Na gut, so geht's auch. So. Haben wir das. Ah, ich hätte von hier, glaube ich, rüberspringen und dann hier so rüber. Wie ich dann zurückgekommen wäre, weiß ich nicht. Ich habe es auf eine sehr unkonventionelle Methode gemacht. Aber hat auch funktioniert. Kann man, glaube ich, gelten lassen.